Herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Warriors. Im letzten Part haben wir Marv Shida und Marv und Shida bekommen. Hat man noch einen dazu bekommen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich geguckt, Shida ist aus Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light und aus noch einigen anderen Teilen. Ich habe mal geguckt, weil ich das nicht weiß. Ihr könnt mir gerne trotzdem erzählen, wo sie herkommt. Ich glaube, das ist der Teil, ne? Wo sie herkommt. Marv müsste dann theoretisch ja auch daher sein. Oder ist Marv noch woher anders? Wie gesagt, ich habe die ganzen anderen Fire Emblem-Teile nicht gespielt. Ich kenne nur Fates. Und Awakening habe ich schon mal von gehört. Die ganzen anderen, neben Fire Emblem Echoes, was ich aber auch noch nicht durchgespielt habe, die kenne ich alle nicht. So, das ist halt voll schade eigentlich, weil die Charaktere halt alle cool sind. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Weltenbaum-Eroberung. Die Gruppe erreicht den Weltenbaum, den gristonischen Truppen bereits unter ihre Kontrolle gebracht haben. Während sie um die Macht der Wirmgöttin kämpfen, treffen sie auf seltsame Schatten. Hier gibt es ein Meistersiegel und das wollen wir haben. Das heißt, wir haben zwei Ziele. Anders Andenken und das Meistersiegel. So this is the world tree. It looks like Mother's story was true after all. It seems we aren't alone. Look at all the Outrealm fiends and Gristone troops. This area is so beautiful. It's a shame we won't have time to appreciate it. Focus on the enemies we must cut down, not where they'll lie. I'll help too. I want to reach the Divine Dragon as much as everyone else. Let's work together and reach the top of the World Tree. Marth, the enemy has a vast army. We must brace ourselves for this fight. You're right. But while I'm sure we'll be fine, I can't help but worry for you. Oh, Marth. It was my choice to fight by your side. I know, Sita. Just don't do anything reckless, okay? They came after all. They must not value their lives. There's no way I'll let you fools reach the power resting in the World Tree. My magic will turn any hope you have to despair. Und Tiki natürlich, die habe ich vergessen, die auch aus Dingsblade ist, Shadow Dragon. So. Okay, Schlacht beginnt. Da bewegen wir uns halt echt in Fire Emblem-Gefilde von Charakteren. Tiki kenne ich halt echt gar nicht. Marv kenne ich natürlich von Smash Bros. So wie ich Dara ihn von Smash Bros. Kenne. So, da ist Cotelia. So. Du nimmst ja auch einen mit. Okay, und dann geht's ab. So, warte mal. Du gehst dahin. Cotelia gehe ich gleich los. Liana geht da. Nein, geht sie nicht. Cotelia, Liana bleibt hier. So, und wir gehen als Cordelia da lang. Was passiert hier? Wo bin ich? Okay, wir gehen da lang. Wir nehmen das hier schnell ein. Oh, das erinnert mich an die Hyrule Warriors Map mit dem Dekobaum. Liana hat den Kämpfer schon besiegt. WTF, warum kann die das auf einmal so schnell? So. Schon wieder so ein Drache, ey. Was passiert hier gerade? Hier passieren Dinge, die ich gerade nicht will. Hier, den Kommandanten müssen wir noch machen. Dankeschön. So. Die Feste machen wir auch. So. Ja, aktivieren wir gleich. Immer mit der Ruhe. Okay, Nabal. Oh, ich hätte mir doch einen Schaden nehmen sollen, den ich wechseln kann. Weil manchmal ist der Flugangriff von ihr halt... Ja, sie ist cool. Aber manchmal ist das schon hart ätzend. You're not getting away.
Vor allem, wenn man nicht effektiv ist gegen die Gegner. So, aktiviere Drachenader. Machen wir jetzt. Komm. Oh, Weise schon wieder. Na gut. Die Weisen machen wir mal ganz schnell weg. Da oben. Ach. Huch. Ach so. Ah, und jetzt habe ich kein... Warte mal, Cordelia. Wo kannst du hin? Warum gehst du denn an der Festung vorbei? So. 1, 2, 3, 4. Das war nicht die Combo. Oder doch? Nee. Das ist die Combo. Einfach durch den Boden ziehen. So. Und bam. Ist, glaube ich, nicht das Beste, die so zu kombinieren. Trennen wir uns mal, Sender. Du kannst mich alleine auf hier machen. So. Was ist denn hier los? So, warte mal. Cordelia trennt sich auch. Wir kombinieren das mit Frederick und das sind wir über. Okay. Das macht nämlich mehr Sinn. So. Dann können wir vielleicht zwei Schwachpunkte abdecken. Und wenn ich jetzt auf ihn wechsle, ist er nämlich schwach und sie ist stark dagegen. Genau, dann ist das ganz gut. Also eigentlich. Man merkt davon nicht viel. Camilla ist in Not. Camilla ist doch. Warte mal. Warum ist Camilla denn da unten? Oh. Ist jetzt schon geheilt? Nein. Guten Tag. Ich wollte hier einmal aufräumen. Was ist denn hier los? Holy shit. Sind hier noch... Oh mein Gott. Wie viele Monster sind denn hier? So. Alter, was passiert hier? Wieso gehen denn alle mit? Was ist denn hier los? Jana geht dahin. Okay. Und wir gehen woanders hin. Also, das macht auch keinen Sinn. Trenn dich mal. Dara Enison. Oh mein Gott. Frederick. Gehen Sie dahin. Ach, das ist eine Mana-Kete. Okay. Wir gehen mal eben Dara Enison retten. Die Map ist aber auch schon wieder kacke, ey, mit dem Rumbewegen hier. Da rein. Komm mal zu mir. So. Hi, Frederick, der hier mal eben vorbei swoosh hat. So. So haben wir's. Nein, der Weiße lebt immer noch. Drachenader haben wir rechts, okay. Jana ist hier. Kann die Jana auch ihm helfen? Nice one. Nice one. So, gehen wir darüber. So. Als ob die jetzt gefallen ist. Ich stehe daneben, Mann.
So, der große Baum untersteht nun mir wieder. Also fast. Nein. Es passiert viel zu schnell. Dass man sich trennt, wollte ich damit sagen. Ich wollte halt einen Schritt nach vorne gehen. Unser Vor. So. Das ist eine Mana-Kette. Die machen wir mal eben platti. Bei Zenda kriege ich das allein nicht hin. Der Plepp. So. Alles gut jetzt. Alles gut jetzt. So, jetzt gehen wir als Frederick mal hier den auf den Sack. So. Dass die auch immer alle so stark sein müssen. Aua. So, einmal A drücken. So. Oh, der lebt immer noch. Jetzt haben wir uns durchgeschlagen bis zum nächsten Punkt hier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Stärke der Gegner krass angestiegen ist. Seitdem wir hier so ein paar Meistersiegel reingedrückt haben. Das ist ganz schön angewachsen. Bei so normalen Gegnern hier. Die einfach nur nerven sollen. So, Monster wurde besiegt. Das ist noch ein Monster. Ey, wie der mich wegblockt. So. Kannst du nicht mal eben die Ausspießer-Kombo machen? Komm, mach doch. Oh. Oder so. So. Siege Garnef. Wir müssen halt eigentlich noch 1000 Gegner besiegen. Aber ich glaube, hier passiert noch was auf der Map, das wäre uns zu schnell fertig hier. So. Aua. Cordelia ist hier. So. Takumi ist in Not. Doch, du darfst um Hilfe fragen. Warum gehst du denn auch schon zu Garnef? Bist du bescheuert? Ich vermute einfach, dass Garnef nicht der Endboss ist vom Level. Ich fände es gern, wenn die unter dem Namen noch Fire Emblem, weiß nicht, wenn der jetzt aus Shadow Dragon kommen würde, dass das da stehen würde. Komm mal zu mir, Takumi. Nee, nee, das ist doch nicht alles mit Garnet. Glaube ich nicht. Dein Ernst, Mann? Yes, sir. Geh mal dahin. So, da haben wir ein Level up. Sehr gut. Anna hat ihren Laden eröffnet, der ist sogar ziemlich nah dran. Nice. Das ist auch nämlich den Drachenader drin. Guck's dir an. So. Zenda ist in Not. Ja, warte, jetzt muss er warten. Was machen die denn da immer? Frederick ist eine Drachenader.
So. Let's do this, Cordelia. Leave it to me, Robin. Einmal die ganzen Gegner hier wegmachen. Danke. So, und jetzt rüber. Ist jetzt einer gestorben? Nee, geheilt wurde er. Okay. Dann ist er gut. Ja, die hast du wohl falsch eingeschätzt. Das ist voll okay. Ach, guck mal, er hat doch Medizin. Warum macht er denn so einen Stress? So, Garnef. Gibst du mir jetzt das Meistersiegel oder passiert noch was auf der Map? Meistersiegel, okay. Er war aber nicht der Letzte. Hier passiert noch was. Weil ich kann noch schlagen. Das heißt, hier passiert noch was auf der Map. Sag ich doch. Hinter uns. So. So klar. Frederick. Yes, sir. Geh da hin. Roger. Lissa. What is it? Geh. Dahin. Und wir kümmern uns um den Rest. Warte, ich muss das sogar mal besser machen. Jana geht dahin. Das ist Garnef. Jana geht schon mal dahin. Und Lissa geht halt hier die anderen klatschen. Ne, Moment, da geht Frederick schon hin. Dann gehst du hier hin. Ne, da geh ich hin. Dann geh du da unten hin. War da noch ein Garnef? Oh, es gibt mehrere Garnefs. Na gut. Oh mein Gott. MA drücken, um aufzuräumen. Ich hatte gerade kurz keinen Durchblick mehr. Dankeschön. So. So treffe ich den ich treffen will. So. Die Fafnir sind erschienen. Was sind denn Fafnir? Sind das hier Fafnir? Ja, das ist ein Fafnir. Okay. Die halten mir viel zu viel aus. Oh. So einfach mir weg. Besiege die Magier. Das sagt er so einfach. Das sind ganz schön viele Gegner, die hier rumrennen. Außerdem muss ich ja die Festung auch noch. Oh Gott, ey. War da gerade Gefahr bei mir? Nee.
So viele Magier. Und so viele Gegner in den Festungen. Garnef. Oh, warte mal, ich soll ja noch keinen Garnef hauen. Wo ist der Magier? Ist hier ein Magier? Ich will ja erstmal die Magier hauen. Moment, ich bin gerade verwirrt. Da möchte ich einmal den Vorposten klatschen. So, der Garnef kann da ruhig rumtanzen, das ist mir egal. Wir helfen mal eben Frederick für den Magier hier. So, ist der Magier tot? Nein, jetzt ist er tot. Das war die Mission? Hey, Fafnir. Ist Frederick? Ja, okay. Dass man dicke Gegner nicht in diesen Kombo-Schlag kriegt. Oh, wer ist denn da oben schon wieder im Stress? So viel Stress. Garnef. So. Welches in Danger? Ich sehe keinen Dicken hier irgendwo im Stress. Die, ne? Da sind wir ja gerade. Kannst du mal da hochgehen und dem helfen? Ich muss hier so ein Pfaffen hier besiegen, weil die sind schon hart nervig. Das ist noch ein Pfaffen hier. Warum haben die denn so viel HP, diese Drachen? Was ich auch ganz schlimm finde ich, ist dieses Nicht-Runterkommen. bei der Einheit hier, bei Cordelia. Man will runter. Muss dafür aber erstmal die andere Kombo machen. Kein Schaden am Arsch. So. Also ich habe keinen Schaden bekommen, das war gut, aber hör auf zu blocken. Drück einfach mal A, egal wo wir gerade stehen. Bei Sender, okay. Einfach um hier mal ein bisschen Stress zu machen. So, die Festung gehört wieder uns. Und Garner steht mittendrin. Aber nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Oh mein Gott, der kriegt ja gar keinen Damage. Nee, lass das mal. So. Zack, 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 zack. Oh mein Gott. Oh, das war's. Er hat sich zurückgezogen. Das heißt, wir treffen ihn nochmal. Garnef has escaped. We cannot let our guard down as long as he's free. The ivy's cleared. Now we can reach the top. So we can get our hands on a new power. Let's go, everyone. Yeah.
Zack, haben wir neue Schwerter. Sind das jetzt neue Waffen, die wir auch benutzen können? Oder sind die einfach nur story-relevant? Enliron. Okay. Exklusiv für Rowan und Lyanna. Kann nicht als Schmiedematerial verwendet werden. Okay, die Enliron und die Fascina. Okay. Gut, nehme ich. Warum auch nicht? Das nehme ich auch. Oh, wir haben ein Unterstützungsgespräch, Leute. Oder gibt es auch noch S? Gab es S auch noch? Nee, A gibt es, glaube ich, nur, ne? Dunkler Priester, ja. Ne, wir kriegen noch kein Gespräch. Okay, eigentlich wäre das sonst automatisch gekommen. Okay. Wenn ich jetzt in den Vorrat gehe und alles automatisch optimiere. Ah, dann kriegen wir die Enliron. Nice. Fascina, okay. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Fire Emblem Warriors. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.